Hallo. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us. Ja, Wir sind der Brücke schon ziemlich nah gekommen. Ja, genau. Wir und wir. sehen es ja gerade nicht, aber wir sind schon ziemlich nah. Wir genießen gerade einen Ausblick, den wir gerade am Ende der letzten Folge gehabt hatten. So. Und. Ja, mal wieder zurück ins Hotel. Ich glaube, wir sind Wo war denn da jemand? Fertig. Ey, jemand hat mich gerade fast gesehen. Ey, du darfst weitermachen. Oh, da. Nebenbei hört das weitermachen. Nein, nein, du meinst mit hier. Nebenbei hört ihr vielleicht unseren Hund schnarchen? So. Ja, wo war der Typ? Wie platt die Wäsche hier einfach ist. Ja? Alter Hund. Ich würde das ja gerne mal aufnehmen, weil sie ist. Sie ist leider immer so, dass sie irgendwie checkt, wenn man Fotos machen oder Videos machen ja. möchte. Dann ist sie sofort wach und dreht sich um. Ja, hübsch ist es hier, ne? Die haben hier sich einiges zusammengerafft hier. Ich weiß nicht, ob ich in den Gängen hier direkt irgendwie ein Ölfass irgendwie anzünden würde. Nee, nicht unbedingt. Ups. Ja, weil wegen stickig und so. Alter Hund. Reiß dich mal zusammen, Mann, Junge. So, wir haben das Hotel soweit überwunden. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das machen. Ist doch gar nicht laut. Was? Gar nicht laut, ne? Nee, fast nicht, ne? Mal sehen, wo wir landen. Wie viele... Boah, Kind! Sicherheitshalber. Ja, ist auch eine gute Idee. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Naja, okay. Zumindest sind die Aufzüge nicht so weit nach oben. Nach unten, meine ich. Das war wenigstens eine Möglichkeit. Oh. Mäuschen, komm, trau dich runter. Aber, du solltest mal über eine Diät nachdenken. Ich erinnere mich gerade, verdammte Scheiße, ich erinnere mich gerade, was jetzt kommt. Das ist sehr ätzend, was jetzt kommt. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Gibt's ja irgendwie Tiefseemonster? Ich versuch's. Tiefseemonster? Das wäre der Hammer. Okay. Überentwickelte Fische oder sowas. Wow, wo kommt das Wasser denn nochmal her? Nee, Joel. Ah. Oh. Das Gute ist, dass diese Zombies auch Luft brauchen.
zum Atmen. Das heißt, da wird keiner wach von. Das ganze Haus fällt hier zusammen, ey. Muss irgendwie das Tor umgehen. Hallo, du kannst auch schwimmen. Vielleicht den Durchgang. Mal gucken, warte mal. Vielleicht können wir irgendwas mit den Messer herstellen. Achso, geht gerade nicht. Weil er den Rucksack nicht auf den Fußboden stellen kann. Natürlich. Da kamen wir ja gerade her, ne? Von der anderen Seite da, ne? Von rechts, ich weiß nicht. Warte mal. Da waren wir gerade drin, ne? Wir können zack, schnell laufen. Ah, geht doch. Okay, hier genau, hier müssen wir das Tor umgehen, sagt er. Da ist nur dieses Loch, oder was? Genau da links. Haben wir im Gang. Haben wir gut gemacht. Ach, guck mal, da ist noch was. Oh, toll. Unnötig ohne Ende, ne? Sowas denn. Da sind Dingens Sporen. Oh Mist. Ratten ohne Ende. Siehst du das? Dass da gerade ein Ratten uns dagegen kam? Kann ich gerade nichts herstellen. Medizin ist natürlich ziemlich spitze, ne? Ich will mal ganz kurz in die Flasche schauen, wie spät das ist. Um 23.40 Uhr tatsächlich. Ich mal 10 Mal von den Pillen gefunden. Das ist natürlich ziemlich gut. 10 Mal was? Von den... Den Pillen direkt 10 Mal gefunden. Das ist natürlich ziemlich geil. Ja, das ist gut. Das stimmt. Aber ich glaube, es war schon sinnvoll, dass wir ein bisschen was ausgegeben haben mit der Waffe. Ja, natürlich. Das wird sich bezahlt machen, definitiv. Ja. Oh ja, nicht aufhören.
haben wir alles. Oh, Bedenker. Ich kraule ihm nur seine Schulter. Oh. Die guckt dann immer zu, wie ich dann so Gänsehaut kriege. Ne? Ja. Also sofort. Männer ist auf dieser Welt, wenn ihr euch von an Frauen kratzen lasst. Das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Oh. Es ist. Oh. Dafür könnten wir eigentlich ein eigenes Video machen. Wenn Inka kratzt, dann müssen wir in so einem Slow-Mo die Gänsehaut aufnehmen, die dann so hochkommen und die kleinen Härchen sich dann aufstellen. Und die super geilen Fingernägel von Inka wirklich, die dann so super. Ich mag sowieso ihre Hände gerne, sie hat schöne Hände. Oh, und dann. Oh, huh. Meine Hand sieht gerade so ein bisschen aus wie. Erinnert mich an die Spinne, die ich im Bett hatte. Macht ja nichts. War hier auf meiner Seite? Ja. Ja, hier ist natürlich hier ein bisschen Zombie-Mode angesagt. Ja, voll wie sie es noch lebt da drin, ne? Ja. Den Pilzspawn-Dinger da. Zombie Nation. Okay. Kommt der denn auf einmal her? Das habe ich mich auch gefragt. Aber es war normaler, es war kein Kicker, ja. Oder? Es war normaler. Aber es wird ihm mit Garantie noch Klicker geben. Wo kommen die auf einmal alle her? Mit Messer und. Wo rennt er denn hin? Hä? Was soll der Scheiß denn? Was soll das? Ganz im Ernst, was soll der Shit? Keine Ahnung, das war voll unnötig. Ja, das ist super unnötig, Alter. Wirklich total mega fuckig, ey. Also hier geht eine ganz schöne Kacke irgendwie ab, ne? Okay. Ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Okay, die sind ziemlich vielseitig da. Vielseitig ist auch gut, vielzahlig, also mit vielen Zahlen, also vielzählig, mehrzählig, ganz viele davon. Aber sie sind so nervös, deswegen kann man die auch, glaube ich, gar nicht. Hab ich catchen von. Ja, und er sieht mich natürlich als allererstes. Du hässliche Missgeburt. Das läuft nicht gut für uns gerade, Freunde. Diese Mistviecher sind gerade sehr nervös. Was auch immer der Grund sein mag dafür. Mistratten. Wo krieg ich denn diese fucking Karte nochmal her, Inka? Das weiß ich doch nicht. Genau, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir waren hier schon mal eben gerade so.
Unnötigerweise geht das Thema bergauf, bergab. Shit, Mann. Also benötigen wir eine Karte. Oh, meine Nase juckt ein bisschen. Aha, da haben wir das ja, das Ätzende. Oh Gott! Wow! Lass mich schießen! Oh Gott! Das darf nicht sein, ne? Oh, ich kann mich nicht bewegen, was soll das denn? Wieso schieße ich hier daneben, Mann? Hörst du? Was geht hier vor sich? Oh Gott, wir sind am Arsch, Leute. Ganz dringend Medizin. Ja, wenn ich welche hab. Hab ich. Okay. Mein Gott, das war diese peinlichste Nummer der Welt. Oh Mann. Mein Gott, ja. Den hab ich gut erwischt. Das war besser. Ja, das Dumme dabei ist, ich habe meine ganze Munition hier schon verschlempert. Finde ich diese scheiß Schlüsselkarte denn jetzt? Das ist genau aber das, was ich meine, was so ätzend war. Mit den. Ja, die Munition können wir gut gebrauchen, tatsächlich. Doch voll der fette Move hier. Yeah, gib her, Baby. Sehr hilfreich. Dann, was haben wir noch? Okay. Gab es noch irgendwas hier? Nee. Ich frage mich gerade, wo wir diese scheiß Karte hergekriegt haben. Da bin ich gerade noch nicht so weit. So brainmäßig. Oh mein Gott, wo ist diese Karte?
Und vor allem, was hatte der Generator mit zu tun? Klar, der hat Licht angemacht, damit der ganze Shit da oben auch funktioniert. Aber hier können wir soweit nichts mehr machen. Also müssen wir irgendwas finden, wo es die Karte gibt. Und das wäre wo? Das sind so diese halben Klicker hier schon, ne? So noch nicht ganz Klicker, aber Halbklicker, ne? Ja. Wenn das hier schon die ganz Klicker... Naja gut, okay. Das ist der Kopflosklicker. Na, du da. Jeder wird schon mal bessere Tage erlebt, Kumpel. Hat der nicht gleich die Karte? Hast du Karte am Start, ey? Nee, hat er nicht, hat er mir gerade gesagt. Geil, muss mit Controller wackeln, damit die Taschenlampe wieder funktioniert. Wie krank dieser Pilz da ausgewachsen ist an der Mauer hier. Aha. El Schluss Locatos. Jede Wette der Generator geht dir aus? Wieder aus? Na. Das Gute ist, das Spiel lässt einen niemals alleine irgendwie, ne? Mit so einem Shit. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst. Ah, erstmal wieder durchatmen. Ach, so viel dazu. Ich muss zu Ellie. Reiß auf die Tür. Eli! Ellie. Wo bist du, mein Kind? Na, vielleicht sollte ich auf so einen Pfeil und Bogen schießen. Püppchen, kleines Püppchen. Sag, wo ich versteckt hast. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich dachte erst mal an Bogen. So wirklich viel haben wir jetzt aber nicht, ne? Das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen. Aber ich dachte, man kriegt mal mehr Wumms rein oder so, ne? Das wäre natürlich mega gut. Schussfolge ist natürlich, wie schnell du hintereinander abballern kannst, ne? Das wäre natürlich praktisch bei der Knarre hier. Das ist bei Schrotle noch mal. Nachladetempo. Schussfolge. Ach, ich wünschte, ich hätte viel mehr davon. Das ist doch ganz gut. Meinst du? Okay. 25 haben wir erst. Jetzt sollten wir echt mal gucken, dass wir auf 100 für die. Ja, aber wir hatten schon auch 60 ausgegeben und die waren schon echt sinnvoll. Ja, ja, natürlich, klar. Jetzt haben wir noch mal ein paar neue Dinger gefunden. Können wir damit noch was anstellen? Okay, dann mal los. 16. Magazinkarte. Zielfernrohr, das wäre natürlich auch super wichtig gewesen. Anstatt dass ich das mal gemacht habe, ne? Oh, ich bin so. Ja, lass doch da auch sparen. Ja. Und Panzerbrechen und so und alles ist auch echt wichtig, mein Gott. Ach, Scheiße. Na los, doch! Erwischt! Gut gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Was war denn das? Wer ist da? Was war denn das? Au, du Arsch. Ja.
Shit, Mann. Zwei kommen da. Mhm. Oh, scheiße, ist aber noch dran. Ich glaube, das hat sich erledigt mit dem. Das war sehr gut. Ich glaube, ich dürfte tot sein. Mach mal deinen Spanner. Was? Da. Ja, mein Spanner-Ding. Ja, da ist noch einer am Leben. Aber ich wollte wegen dem da gucken, ob er weg ist. Ach so, der, ja klar. Spannerblick. Den hat zerrissen. Der hat's erledigt. Der war innerlich zerrissen. Oder äußerlich? Innerlich zerrissen. So wie als ob. Ja, sowohl als auch, ne? Ja. Huch. Wo ist der Pisser? Wo bist du, Miss Cow? Wo ist du denn? Ach da. Zwei. Ja. Nee, mach das nicht. Nein. Der kommt hier gleich, glaube ich. Was? Nee, schon gut. Hab ich ihn noch erwischt? Hast du schon platt gemacht? Beide? Was? Hast du schon beide platt? Nee, einen habe ich nur erwischt. Easy peasy lemon squeezy, sagte unser guter alter Freund Negan noch. Oh, das wollten wir nochmal gucken. Ja. Von Anfang an. Wir haben ja momentan keine Serie, die wir gucken. Was denn? Wir haben ja momentan auch keine Serie, nee. Die wir gucken haben. Alle ja gut, Star Trek Discovery gucke ich aktuell. Ja, aber ist auch bald fertig soweit. Aber sonst wir beide zusammen haben wir alles schon ausgeguckt. Ja, das stimmt. Ja, Haus des Geldes wäre noch, aber ich bin da nicht so mit drin. Ich auch nicht. Wenn, müsste ich sowieso noch mal eine Folge davor gucken, um wieder reinzukommen, weil das ist schon kaum. Ja, nee, das ist nicht so mein Ding. Andere Dinger, die gut waren. The Punisher. The Punisher. Punisher. The Punisher. Lass dich ruhig noch mal gucken, The Walking Dead. Müssen wir Tage mal ausmachen, ne? So ein paar Serientage, wo wir das in... Mittwochs oder so. Trifft sich ja nicht immer ganz gut. Mitte der Woche ist immer gut. Ah, da geht's, aha. Ja. Nee, kann man echt machen. Ja, finde ich auch. Ich bin dafür. Ich habe ja bloß immer meistens immer so Spätsommer, Herbst immer so diese Walking Dead Laune. Aber mittlerweile gibt es auch so viele Staffeln und Folgen, ja, dass man auch mal alles gucken. Wir können so ja, klar. Anfangen, weil es so alles aufholen. Nein! Das tat weh, Mann, du Arsch! Gluck, 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 gluck! Gluck, 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 gluck. Nicht, das ist... Ich verdurste. Ich habe gesagt, ich verdurste, ist auch nicht schlecht. Ich glaube nicht. Ich sterbe jetzt. Hm.
dich hier voll erwischt, hä? Sieht so aus. Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? War doch gut, geht's gerade. Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Sind echt so wie Vater und Sohn. Vater und Sohn, sondern Vater, Vater und Tochter, ja. Oh, was? Nä, Momentchen. Ich glaube, da kommt auch noch was. Ich glaube, ich habe irgendwas in Erinnerung, was ich dich, wo ich gefragt hatte, weißt du? Fakt, es soll bald einen zweiten Teil geben und das ist eben halt sehr wichtig, ja, dass wir diesen... Ja, das war ja auch anders. Ja. Dafür, um das nochmal... Ja, Termin ist noch nicht draußen, aber und es wird einen geben. Ich habe den ersten tatsächlich ja auch immer nicht ganz mitverfolgt, nur mal so etappenweise. Ja. Wir müssen wieder raus, die Brücke finden. Oh, sie ist eingeschnappt. Ja, du hattest eine Tochter, ne? In dem gleichen Alter, lieber Joel. Du müsstest dich damit auskennen. Ja. Sarah war 13, Ellie ist 14. Da lag, glaube ich, was. Ach, da bist du ja schon, Kind. Da lag was? Wo war? Da lag was? Ich kann nicht keine Jagdpistole und Munition haben. Kannst du irgendwas herstellen, damit du... Warte mal. Nee, tatsächlich gar nicht gerade. Auf dem Waschbecken, da lag doch nichts, Inka. Oh Mann, dafür bin ich wieder zurückgelaufen. So. Größern und lesen. Nahkampfhandbuch, Band 1 für bessere Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Knoten beim Verbinden von zwei starren Gegenständen ist wichtig, korrekte Knoten- und Bindetechnik zu verwenden. So, lesen. Nahkampftechnik und Selbstverteidigung. Okay. Da hat sich jemand in der Postapokalypse noch wirklich ein gutes Buch und jemand eine gute Berufung geschaffen, indem er solche Dinge gemacht hat. Ach, wie hübsch. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Manchmal hörst du dich ganz schön erwachsen an, mein Kind, ne? Oh, sie werden so schnell groß. Oh mein Gott, Inka, ey. Was denn? Ja, du bist so süß. Worüber sowas alles lachst, ey? Ach ja, weil ich mir denke, dass unsere Tochter auch schon diese 11 wird. Ja. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Brr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 
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sage. Verzeihe mir bitte. Geh raus, du guckst dir das Schöne an. Oh, wie hübsch. Das ist wieder ein Punkt zum Tschüss sagen. Oh, guck mal hier. Mr. Jagdgewehrschütze. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Ach, das ist süß. Joel verlässt sich auf sie. Okay. Ist schon ein großer Vertrauensbeweis an sie, ne? Die ganze Zeit. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. So ein Danke kommt da mal aber nicht rüber, ne? Ja, aber ich glaube, das ist das Beste, was sie kriegen kann. Aber sie ist so tough, weißt du? So, ja, natürlich, klar. Ne? Wenn man was klaut, cool, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! 76 haben wir kaputt gemacht. Mist. Weiß es der Boss? Ja, er will, dass wir alles sichern. Geht zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. 76 in deren Leben. Irgendwie 10 bei uns oder so. Keine Ahnung. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was denn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Spannung, Spannung. Ich dachte, jetzt kommt auch noch ein Hund. Sind wir hier bei Resident Evil? Genau einen Schuss haben. Du hast so lange gewartet. Nee, ich wollte genau einen Schuss haben. Das war mir zu riskant, einfach den jetzt abzuziehen und dann hätte ich die ganze Gang nachher auf dem Hals. Wer kommt zurück, warte. Ja. Was war das? Ja, ich hab's gehört. Pass auf. Warum ist der denn neben gegangen? Wer sieht mich denn da? Jetzt. Aber es hat schon was gebracht. Ja, natürlich. Der shakt nicht mehr so viel rum, ne? Ja.
Oh shit. Boah, saubere Heady, Alter. Mega geil. I'm the king of the king, king, nein. Ja, manchmal darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich. Wenn er gut sitzt. Ja, ja. Und der hat echt schon viel gebracht, ne, mit dem, ja, mit dem Wackeln da. Aber noch mal ganz kurz die Pfeile ein. Das ganze Blut, was hier gegen gespritzt ist, ey. Krasser Shit, Mann. Pfeil und Bogen macht mir auch richtig Spaß, irgendwie sowas. Da hab ich echt Bock drauf. Guck mal, den stört das gleich gar nicht, dass da eine Leiche liegt. Nee, den kannst du so holen. Ja. Noch mehr, ich klette da rüber. Oh, wer sieht mich? Ah, nein, nein, nein. Du hättest da rüber klettern können. Naja, das Gute ist, bis jetzt muss Ellie ja nicht viel machen, ne? Ach schade, ich habe keine Klingen mehr. Witzig, es war eine Zeit, in der uns immer die Klebebänder gefehlt, ja, haben und jetzt fehlen uns die Scheren. Die Scheren? Die Scheren. Scheren! Na guck mal, überall hängen hier die Leichen. Die haben echt so eine perverse Fantasie, diese Leute hier. Huch, da war's. Eine Readme-Datei. Notizen. Vergruß an. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen. Das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie Sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für Ihre eigene Stadt verdienen und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir sollten uns Ihre entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollen. Hier muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Alles gut, Inka? Ja. Ah, hier geht's hoch, okay. Oh. Oh, hallo. So, Ellie, wir haben den Ärger, wovon wir gesprochen haben. Nee, noch nicht, scheinbar. Es kann aber auch aufmerksam geworden. Na, ich hab Steps gehört gerade. Die Vögel. Ja. Biep, biep, biep. Süß. Wo war der bitte? Ja. Was? Wieso sieht er mich denn auch gleich? Ach da, ich sehe ihn, den anderen, der, ja. Ach scheiße, ich krieg dich getroffen. Fucking Bogen, ey. Hier hebst gar nichts gerade, ne? Das ist ja echt irre. Doch, hier, Pfeile.
Was war denn das? Ja. Ja, ich hab's auch gehört. Hat ihn gar nicht so interessiert unten. Oh shit! Von drüben! Wer war das denn jetzt? Gib mir Deckung, ich geh ran! Ach da, ich seh ihn. Ach, scheiße, Mann. Ellie, ernsthaft? Hast du ihn getroffen jetzt? Ah, toll, so noch so. Er hat gedacht, dass es noch so viele sind, ey. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ernsthaft. Au. Ellie, bitte, warum schießt du nicht, Kind? Wo ist der Gegner? Oh, wo ist der denn? Au, ich kann nicht sehen. Er schießt. Kann sein, dass wir Bombe runterschmeißen. Das ist zu weit weg. Habe ich ihn getötet? Ja, es sind immer noch viel mehr. Achtung! Gut gemacht. Ah, da hat sich jemand getötet. Ach, geil, ja. Aber sie könnte auch wunderbar schießen jetzt gerade. Gleich hier! Oh, super Schuss, Ellie. Eigentlich, wo ist sie jetzt? Sie hockt da oben. Da, wo diese Plan vor sind. Ah, ja. Schade. Ah, die wirft nicht so. Die wirft nicht, Verschwendung, wenn er da oben hockt. Manchmal dient es auch nur zum Rauslocken, das ist es eben mal. Das hat nicht, nicht viel mit Verschwendung zu tun, sondern vielmehr was. Die haben Ratten gegrillt. Ah ja, ey, was muss man ja essen, ne? Ja, ja. Sondern vielmehr was mit Rauslockungstaktik, ne? Oh, das ist natürlich besser. Das wird wahrscheinlich noch so ein Penis sein, wirklich. Dann haben wir es doch schon. Ist da oben schön. Hör zu, Mann. Wir können das doch regeln, oder? Nichts können wir regeln. Au. Sünde. Okay, ihr könnt kommen. Ihr könnt kommen. Du kleines Mädchen. Und da hat sie gut gemacht. Ja. In den einen oder anderen hat sie ja schon erwischt.
Den gibt sie ihm bestimmt jetzt. Nein, er, sie, ihr, meine ich. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Sag ich doch. Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, wie herrlich war das jetzt bitte, liebe Leute? Wir können kurz gucken, ob wir hier rauskommen. Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Süß. Aber süß. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich habe es mir gerade gedacht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht komplett. Ich habe es halt immer nur nebenbei mal geschaut. Ich war derzeit sehr krank, als Tom Jess gespielt hat. Und das war jetzt gerade so ein Gefühl von mir, dass er ihr die Knarre geben wird. Ja. Süß. Süß, ne? Ja. Ja. Hier ist das besagte Tor. Jetzt macht ein Ding, Ellie. Okay. Komm schon. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Das ist immer so niedlich, weil so zwischendurch lobt er sie. Ja, klar, das ist so. Ja, aber nur so wie jetzt gerade. Ja. Gute Idee, so, weißt du, reingeschmissen, fertig, aber... Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe es. Nochmal die schnell mitnehmen. Die Teile sind immer mega gut. Was? Die Teile. Ja. Da haben wir schon unser Werkbank-Ding. Und hier haben wir nochmal Tabletten gefunden. Haben wir noch irgendwas, was wir aufpimpen können? Ja, könnten wir, aber wir machen... Sparen, ja, das sparen wir noch. Wir wollen maximale Gesundheit sparen und Schwanken der Waffe müssen wir noch sparen. Nein. Heiltempo ist auch wichtig. Nein. Du hast doch jetzt... Du wolltest mit irgendwas machen für 20. Guck mal weiter. Nee, das war bei Dings. Das war hier. Achso, ja, das haben wir bestimmt jetzt, ne? Ja, das war das Scharf... Das Zielfernrohr für das Jagdgewehr. Genau. Wir haben es zwar bis jetzt noch gar nicht benutzt, aber das wäre vielleicht mal ein Grund, das irgendwann mal zu benutzen. Nachladetempo-Kapazität, die Schrotflinte benutzen wir sehr stark und sehr oft. Ja, sollten wir vielleicht weiterhin tippen. Oder haben wir noch was, was wir hier machen können? Nee, schade. Weil mit Pfeil und Bogen schieße ich auch super gerne. Dann machen wir doch einfach mal Nachlampe. Nur, finde ich auch in Ordnung. So, sehr schön. Sehr gut, das Zielfernrohr. Ja. Hast du auch, ne? Sehr gut, Eddie. So, gucken wir mal ganz kurz. Da haben wir es doch. Ganz kurz anladen. Mit X benutzen wir es. Dann haben wir was drauf. Ja, es ist schon echt, macht Sinn. Du feierst das gerade so enorm, ne? Kann das sein? Ja, das bin ich, wenn wir andere Spiele gespielt haben, ne? Ja, du warst immer so Scharfschütze, ne? Scheiße, runter. Da ist ein Typ mit ohne Beine drauf. Was? Da ist ein Typ mit ohne Beine drauf. Allein schon, dass der Hamdi-Turm sich der erstmal dreht die ganze Zeit. Arschlöcher, ne? Ja. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Aber... Gehen wir zur Brücke. Okay. Aber... Man kann es nicht, man möchte. Die wollen auch nur überleben. Naja, aber ob das so sein muss... Naja, aber wenn die...
Es ist ganz ehrlich, wenn du in so einer Apokalypse leben würdest, irgendwann glaube ich schon, dass du egal was, alles machst, um Hauptsache du überlebst. Ja. In dem Schock muss eine ganze Armee sein. Die haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen. Und ich glaube, da musst du auch irgendwann mal. Ja. Einfach mal egoistisch denken und andere Leute umbringen, weil du einfach die Vorräte brauchst. So eine bist du also, Inka? Ja, glaube ich schon. Glaubst du nicht, dass es irgendwann so ist? Das wusste ich gar nicht. Da hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ich glaube, es ist schon so. Ich würde sogar Menschen essen in so einer Apokalypse. Ja, deshalb. Also macht es ja schon Sinn, dass die auch einfach nur irgendwie Leute plündern wollen. So, da werden wir raus aus der ganzen Geschichte. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen safe sind. Und dann... Ach, hey, wir werden hier niemals safe sein. Ja, dann mach doch jetzt hier. Das geht noch viel weiter hier, glaube ich. Ja, also, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja, schreibt mal was Nettes in den Kommentaren ruhig rein und lasst einen Daumen nach oben. Ja, und sowas alles, ne? Bis dahin, ciao, Freunde. Ciao.